Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen kommt es in den Niederlanden zur zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen. In Den Haag setzen hunderte Menschen Fahrräder in Brand und bewerfen Polizisten mit Steinen und anderen Gegenständen. Es kommt zu mehreren Festnahmen. Am Vorabend hat es in der Hafenstadt Rotterdam Krawalle mit mehreren Verletzten gegeben. Weitere Protestkundgebungen am Samstag wie hier in Breda nahe der belgischen Grenze verlaufen allerdings friedlich. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gilt in den Niederlanden seit einer Woche wieder ein Teil-Lockdown.